Heidi ho, meine Lieben, hier sind wir wieder. Ich bin's, der G-Man, wie immer, der Jusen am Start, wie immer, der David am Start, wie immer. Und wir zocken natürlich fleißig Sons of the Forest weiter. Die Jungs, wie man sieht, waren schon fleißig vom letzten Stream vor 2 Tagen. Die Mauer ist fertig, Gebäude wurden errichtet, alles Mögliche. Und ja, dann da schauen wir uns mal an, was sie alle so schön gemacht haben und lassen uns überraschen, oder was? Genau, und ich zeige euch, wo es schon mal die Machete gibt. Und dann können wir zu dritt gleich mal noch die verbesserte Axt holen. Dann tun wir dies. Wenn irgendwas nicht hinhauen sollte, Leute, Ton, Bild, sonst irgendwie was, sagt da bitte gerne Bescheid im Chat. Ach so, und falls der Chat mal wissen will, wie so ein Ding aussieht, so sieht die Machete aus. Ja, ja. Das kleines Schwarzes für die Tasche. Jo. Na gut, wollen wir denn mal kurz los? Jo. David, du kannst da mitkommen, brauchst du ja nicht, aber du hast ja die Machete schon. Und ist die Axt in eine andere Richtung oder ist die Axt? Nee, Axt ist ganz woanders. Okay, dann brauche ich ja nicht mitkommen. Komm mit, Pfeil da. Ich hoffe, dass für euch alles okay ist. Ich habe die Sichtweite ganz hoch gedreht. Das Spiel Peiler, so ein bisschen warte, Peiler. Ausgeglichen zwischen Hoch und Mittel und habe DLSS mal den Performance-Modus angemacht, weil auf Qualitätsmodus geht es gar nicht. Ja, da muss ich schon richtig die Effekte runterstellen. Performance-Modus, finde ich, sieht jetzt eigentlich ganz hübsch aus. Soll ich auch einen Bogen nehmen? Oh, das war daneben. Ja. Ich habe ihn. In einer Kurzwald schon. Ich habe ihn nochmal. Und ich habe ihn nochmal. Stirb doch, du Bastard. Daneben. Okay. Ist halt ein Billo-Bogen. So schießen die Pfeile hoch, Alter. Mehr als 20 Alter. Meter weit. Renn, Jusen. Ach Quatsch, alles gut. Oh. Alter, hat er dich angesamt? Er hat dich angesamt. Und wieder Pfeile mitnehmen. Ich nehme ihn auseinander. Ich auch. Oh, du. Schön, machen wir über Kreuz. Wir kriegen Mutantenhaut. Damit können wir uns ausrüsten. Da können wir wieder Rüstung bauen, ja, wie im ersten. Sehr schön. Hast du denn noch was zu essen bei? Hab ich noch was zu essen bei? Was zu trinken? Könnten ein paar Beeren essen, aber das bringt nicht besonders viel. Ich hab Geld bei, können wir was zu essen kaufen irgendwo? Ja, guck mal, ob uns oft noch einen Kiosk offen hat. Das sind zwar nur 31 Dollar, obwohl das aussehen wie 100 Dollar Scheine und ich habe 3 Bündel. Dicke, alles gut. Mehr als 31. Dicke, alles gut. Da vorne gibt's Möwen, die können wir killen, dann können wir die grillen. Alles gut, komm. Irgendwas rennt da zu euch. Jo. Jusen? Ist wieder so ein Vieh oder was? Keine Ahnung. Nee, das ist ein normaler. Der Wichser. Genau vor ihm rein im Boden. Ich hab seinen Fuß getroffen. Ich hab's noch nicht raus. Alter, Headshot, Diggi. Oh, ich wollte ihn eigentlich zerlegen. Da brauchen wir nicht, komm mit, Dicker. Opfergabe. Was wir brauchen, ist die Machete für dich, komm. Jo. Ich habe auch nicht so super viel Ausdauer, ne? Ja, alles gut. Guck mal, sehen wir hier irgendwo Fische? Würden sich hier die Reusen lohnen? Nee, aber hier kannst du trinken. Oh. Schluck trinken, ja, ist immer wichtig. Ich trinke auch mal. Oh, sehr schön. Ja, heute können wir richtig schön viel zocken. Wenn wir Bock haben. Aber ich habe gleich keine Lust mehr, ich gehe raus. Nee, und sonst würde noch anstehen, aber der Club, das wird heute nischt und morgen auch nischt. Aber muss mal gucken, weil ich mich mit die Woche mit Alex denn wegen dem YouTube-Kanal hinsetze. Das ist alles vorbereitet, alles da. Wir müssen den Kanal bloß starten und die Videos hochladen, aber wir wollen das halt zusammen machen. Damit Alex, also ich zeige Alex das, damit er weiß, wie es geht. Er kriegt ja auch die, das ist ja unser YouTube-Kanal, wir teilen uns den ja so gesehen. Oder betreiben den als Gruppe, als Gemeinschaft, als Team, wie auch immer. Und ihn da gleich noch einweisen kann, weil diese Woche haben wir ja schon Schnitttraining, sag ich mal, gemacht.
dass ich mit ihm zusammen eine Folge geschnitten habe, ihm das erklärt habe, alles voreingestellt habe, ihn grob nochmal mit ihm durchgesammelt, wie man Thumbnails macht und. Und jetzt machen wir das halt noch mit dem Kanal, dass er weiß, wie das geht. Ich zeige ihm nochmal, wie man Videos hochlädt, die Tags macht und den ganzen Scheiß. Ist ja bei mir auch schon ein paar Jährchen jetzt her, wo ich das letzte Video bei YouTube hochgeladen habe. War ja noch Mucke, nur Usen. Jo. Und ja, hat sich bestimmt auch was geändert in den 3 Jahren, aber das werde ich dann schon rausfinden. Irgendwo hier ist die Copyfile. Irgendwo hier ist die Machete, Dicker. Hier sind schon mal Granaten, die nehme ich schon mal. Nee, die Machete liegt hier irgendwo rum. Ich glaube, die war jetzt nicht direkt irgendwo drin. Noch ein Messer, das nehme ich auch mit. Kann man den Motor nicht mitnehmen? Das wäre auch eine geile Waffe. Ja, aber leider nicht. Habe ich auch schon probiert. Hier liegen Fische, aber die sind Gammelfisch, würde ich sagen. Also du kannst es zumindest nicht einsammeln, ne? Seesterne? Geht auch nicht. Naja, wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht fertig, so wie es ist. Die Macher haben ja gesagt, dass sie noch ganz viel Zeug dazu packen wollen denn und alles. Ich glaube, da wird noch eine Menge kommen, bis es aus dem Early Access raus ist. Und da freue ich mich drauf, mit euch denn immer weiter die neuen Sachen denn auszuprobieren und aber erstmal jetzt alle ausprobieren, was quatsch ich jetzt schon von der Zukunft. Alter, hast du die Machete? Nee. Guck mal im Inventar, du hast sie bestimmt schon aus Versehen eingesammelt. Schade, dass man die Zelte nicht mitnehmen kann. Okay, ich gucke in das Inventar. Wäre die denn neben der alten kleinen Axt, oder was? Ja, genau. Nee, habe ich nicht. Ich habe die kleine Axt. Ach doch, da. Was erzähle ich denn? Ich habe es schon eingesammelt. Das war das Messer. Ich habe bloß das Messersymbol nur gesehen und nicht drauf geachtet, was er genommen hat. Und jetzt kannst du das gedrückt halten, die Machete nehmen. Also erstmal da oben alles einsammeln. Ach so, nee, ja. Das war im Inventar. I gedrückt? Nee. Wie war denn das? Ach nee, einfach nur auf den Rucksack. Den Rucksack nehmen. So, Alter. Die Machete ran. Dann haben wir das schon mal auf dem Schnellzugriff. Meine Keule ran. Dafür muss ich aber... Okay, nee, nehmen wir die Machete und den Bogen einfach nur. Machete, Bogen. Uhr könnte man noch nehmen, eine Flare. Ich weiß, ob wir mal eine brauchen. Oh, hier ist einmal Riesenrum drin. Nö. Okay, so lassen wir das jetzt erstmal. Gudi. Ja, Jusen? Jo, hast du deine Machete in der Hand? Nee, oder? Muss erst wieder an meinen Rucksack. Alter, ist die schwer auszuwählen. Das geht. Du musst ja nicht gedrückt halten, du musst ja nur einmal I kurz festhalten. Hat er die wieder abgenommen? Ich stelle mich heute schon wieder an, ey. Nein, einmal kurz I. Danke. Ah. Ich habe gedacht, ich hatte es getauscht. So. Und den Stein hier mal noch runternehmen, das ist ja auch Quatsch. Könnte man dann anstatt dem Stein noch was machen? Schmerztabletten hat er wieder weggenommen. Okay. Ich verstehe langsam, was welche Tasche da ist. Wird ja auch ein- oder ausgegraut. Okay. Da ist er. Die sah in deiner Hand irgendwie größer aus. Nicht witzig? Vogel! Ja, ich hab ihn schon getötet. Deswegen jetzt ein paar Vögel mal abschlachten, Digga. Immer schon Federn sammeln, damit du Pfeile machen kannst. Jo. Ah, die Animation ist noch die gleiche wie aus dem ersten. Man backt irgendwie erstmal daneben und zieht da bloß ein kleines Stück Fleisch raus. Also die haben sie nicht geändert bei den Möwen. Ist mir nur mal so aufgefallen. Okay, ich sollte mal aufhören, die Steine zu... Jetzt habe ich nachher keine mehr. Nicht, dass man die doch irgendwie braucht. So. Aber 2 Möwen habe ich schon. Wolltest du mich jetzt bloß anleiten, wie man Möwen tötet? Nee, damit du Essen hast.
Ja. Du hast doch Hunger. Ich seh keine mehr. Gut, dann lass zurück, damit wir die Axt holen können. Alles klar. Du hast ja hier alles eingesammelt, ne? Jo. Ich denke, ich hab mich eben mal, auch in dem Zelt die Plane, also? Ja. Ja, ja. In die Zelte habe ich reingeguckt und rausgenommen. Gehen wir mal weiter. Ausdauer. So ein Energy trinken. Energie. Oder man bleibt halt einfach immer nur kurz stehen. Gerade ich dachte, man kann zu viel abbauen. Ich glaube, die sind schon zu vergammelt. Hier liegt ein Paddel. Hast du es einsammeln? Nee, leider nicht. Hier liegt noch eins. Nee, ist egal. Aber hier ist noch ein Seil in der Ecke. Oh, Seil kann man immer gebrauchen. Hier am Stein. Ja, habe ich schon. Seile, Seile, Seile. Ich find's auch geil, wie die Figuren laufen. Mal anguckt, wie Jusen läuft. Der Oberkörper bleibt steif und die Beine sind so leicht, so wie so ein Hüpfelauf, sag ich mal so. Tuck, 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 tuck. Ja, aber abreißen ist immer noch irgendwie komisch. Sehr schön. Kann hier unser altes Haus nicht abreißen? Was ist denn mit dem Müll? Mit der Axt einfach rauffahren? Ja, geht ja nicht. Für das Kuriose. Oder geht das vielleicht mit dem Bauhammer? Wollte ich gerade auch sagen, ja, vielleicht damit. Laboraturwerkzeug. Ich bin müde wie Sau. Ja, aber kann ich es nur reparieren? Ist auch ein Laboraturwerkzeug. David im Flüstermodus oder was? Ja, ich rede mit mir selber. Ich weiß nicht, was. Aber du kannst es auch selber mit uns bereden. Habe ich auch nichts dagegen. Muss ich das auf Drying Rack machen oder kann ich doch irgendwo am Feuer grillen bestimmt, oder Jusen? Ja, aber wir haben hier kein Feuer, oder der wird jetzt mal eins gebaut. Ihr könnt auch ein Feuer bauen. Nö. Okay. Beaver bauen, ne? Alter, das ist schon wieder richtig. Richtig helle. Ist das für ein Handy auch so schlimm? Naja. Dröhnen schon ordentlich rein. Ah, jetzt geht's. Die Sonne, Wölkchen. Es fängt gleich an zu regnen, glaube ich. Also wir haben zwei Feuer da, Pfeiler. Wo denn? Also einmal hier, wo ich stehe. Nimm du das hier, wo ich stehe. Dann nehme ich das andere. Ist außerhalb. Genau, nimm du das Feuer. Lecker, lecker. Heute gibt's Möwe. Aber finde ich ganz cool, wie sie es jetzt gemacht haben. Das war vorher auch nicht so, oder Jusen? Dass man denn so, wenn man ans Feuer rangeht, so eine kleine Tasche aufmacht, wo alles Grillbare denn drin ist. Was man darauf packt, das finde ich echt. Das ist praktisch, ja, das stimmt. Ist nochmal ein Schmankerl oben drauf. Ich glaube, vorher hat man es einfach bloß im Inventar angeklickt und er hat es dann draufgelegt. Aber im ersten Teil, ich weiß es gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ist ja auch schon 2 Jahre her oder so. Ja, wo wir es den ersten Teil das letzte Mal gespielt haben, ja. Ja. Okay. Guck gerade mal nebenbei kurz mal wo es drin, ob sich mein Rechner irgendwie annähert, den abbricht. Arbeitsspeicher 49. Prozessor 70 bis 80. Grafikkarte. Oh. Zwischen 85 und 80. Aber okay, ich habe ja auch gerade noch den Dings nebenbei offen. Wenn ich den wieder schließe, hält er auch ein bisschen wieder was. Aber das ist ja eigentlich ganz okay. Ja.
hast du, wie heißt denn eigentlich, David, der DLSS für deine Grafikkarte? Du hast ja keine NVIDIA. FSR. Hast du das an oder nicht? Oh Scheiße, war das verbrannt schon? Wie lange hätte ich daneben stehen bleiben müssen? Ja, du musst wirklich schnell machen. Das heißt, kaum ist es braun geworden, gleich essen, weil sonst ist es wieder verbrannt. Riech mich mal 20 Sekunden weg und schon ist es verbrannt. Ja, deswegen, du musst da wirklich dran stehen bleiben. Deswegen muss man wieder G drücken. Aber es hat ein bisschen satt gemacht, aber nur halb so viel, wie es bestimmt gemacht hätte, wenn es mir nicht verbrannt wäre. Ich habe eine Wodkaflasche, yam yam. Habe ich auch. Kannst du einen Molotow mit einem Stück Stoff auf jeden Fall draus machen, so ging es auf jeden Fall im ersten. Jo, könnte ich jetzt auch machen, ja. Aber weißt du, ob man den Alkohol nicht auch noch für irgendwas anderes mal brauchen? Na, ich trinke den später einfach, wenn ich alleine wieder in der Welt bin. Ich lade dir ein paar Kannibalen mit ein, ob sie mittrinken wollen. Aber ja. Hier rumgeschlichen oder so, kamen die schon mal von der Seite hier hoch? Also von der Klippenseite? Also die wollen, kommen die eh überall rüber, wa? Haben wir ja vorhin gesehen, der ist ja hier gelandet, ne, Jusen? Ja. Von draußen reingesprungen, nur weil hier der Stein steht, konnte er hier drauf landen und dann hat ihn den Zaun gar nicht interessiert. Okay, das hat Probleme aus. Dann müssen wir mal beobachten, wenn die nächstes Mal kommen, ob das wieder passiert, weil sonst müssen wir ja mal ein paar Dinger rausnehmen und den Zaun ein kleines Stückchen auswölben an dieser Stelle. Vielleicht. Aber gucken wir einfach mal. Das sind ja jetzt alle Erfahrungswerte. Also ich könnte ja selber nochmal probieren, aber ich krieg hier nichts abgebaut. Ich krieg nicht mal das Regal weg. Das Bett auch nicht, als wäre das unzerstörbar. Oder ihr müsst vielleicht mal versuchen dagegen zu prügeln. Vielleicht kriege ich das nicht weg. Einfach mit der Axt oder was? Ja, einfach drauf prügeln, ja. Ich hoffe, dass ich das Ding auch irgendwie anzünden kann oder so, aber im Endeffekt bleibt dann vielleicht nur noch die Granate übrig. Na, jetzt ich kann auseinandernehmen, David. Ja, jetzt muss. Na, den Fußboden kann ich auch kaputt machen, ja. Okay. Das andere, nee. Ah, das Bett kriege ich nicht weg. Nee, das trifft man nicht. Und den Schrank? Ich sehe, dass Holz wegsplittert, wenn ich gegenschlage. Ja. Aber es passiert nichts, würde ich sagen. Ah, wenn C gedrückt, auch nicht. Weil eigentlich sollst du ja Sachen abbauen mit C gedrückt halten. Ja, na, die Wand und den Boden, das funktioniert, aber. Ah, vielleicht müssen wir erstmal oben da diesen tragenden Dings wegmachen. Der ist ja, glaube ich, von der Mechanik her. Da oben dieses Ding. So, mal gucken. Ah, abgerutscht. Muss mal drauf springen. Nein! Das mit dem Springen habe ich noch nicht so raus. Ihr könnt über das Regal hoch. Na, probier's mal. Geht das? Nee. Nee, ich trau mich bloß nicht weit genug. Was ist denn? Ah. Warum rutsche ich denn hier runter? Was soll die Scheiße? Oh. Vielleicht geht's einfach noch nicht. Ach, geht nicht. Kann man nicht abreißen. Tut mir leid, das musst du entweder ausbauen oder bleibt so stehen. Oh, sorry. Ja, ich glaube, das muss so stehen bleiben, sorry. Dass man nicht mal das Bett hier wegbauen kann, ist doch scheiße. Ja, na, das Lagerfeuer ist mir ja auch aufgefallen, das kannst du nicht einfach abbauen. Also die Steine außenrum kannst du wegnehmen, aber. Das ist echt Müll.
Kann doch nicht sein, dass du nichts abbauen kannst. Was, Digga, ist Early Access. Das wird schon einen Grund gehabt haben, warum sie die Macht haben. Ja, aber das ist ja, weißt du? Bist du der Ansicht, dass man, wenn man das schon so weit strukturiert hat und gebaut hat, dass man das so bauen kann, dass man den Abreißen auch hätte gleich mit einprogrammieren sollen? Na, Abreißen ist ja, warum wir es nicht kaputt kriegen. Das ist ja, du, hier kannst du alles außersehen kaputt machen. Ja, oder ist halt ein Fehler an der Programmierung, also passiert halt. Also ich kann Stück für Stück immer hier ein bisschen was abbauen. Ich weiß nicht, hat er gehofft. Alter, Jusen schmeißt mit Holz. Oder warst du das, David? Das warst du, oder? Nee, ja. ich war das. Ich würde sagen, wir legen hier einfach eine Granate hin und gut ist. Na dann los. Aber dann, okay. Ich hab nichts dagegen, mach. Im schwarzen Koffer? Ja. Ja. Gut. Geht alle in Sicherheit? Ich bin hier hinten. Am besten unter das Bett muss am meisten. Also, wenn ja, da werfe ich sie hin. Ist. Nicht so doll. Nö, steht noch alles. Sogar fast bis unter das Regal gerutscht und hier explodiert, aber ist nichts kaputt gegangen. Dann stecke ich meine Granate wieder ein. Na gut, Leute, wollen wir jetzt mal was die Aktion, bevor es wieder dunkel haben? Wird, oder? Ja, können wir machen. Ich bin bereit. Es war nicht viel Leben. Jetzt hänge ich hier fest. Ey, ich krieg den. Gibt zu viel. David, ja, dann. Es war Spider oder so. Kommst doch raus, David. Doch alles gut. Alter, es war's wegen Gesundheit. Was haben wir denn noch hier? Schöner Energy-Riegel. Weil da werden bestimmt ein paar Gegner kommen. Also macht euch ready. Ein paar Bären. Kann man sich, wenn man die Bären einzeln isst, damit auch heilen, oder? Minimal, wenn überhaupt. Ja, was soll ich sonst mit denen machen? Jetzt snacken wir uns die einfach einmal rein. Alter, vergiss nicht deine Mutantenrüstung aufzutragen, du weißt schon. Ich trage sie mir auf, die. Ich baue sie mir gleich. Wie eine Creme. Nee, brauchst du nicht bauen, das ist unten rechts bei deiner Jacke. Da muss ich die nicht erst herstellen? Nee, ist fertig. Brauchst du die einfach nur auf die Haut klatschen. Unten rechts bei meiner Jacke. Ja. Mutantenarm. Was ist das hier dann? Lederbeutel. Ach so, ja, stimmt, den habe ich auch gefunden. Den kannst du aufmachen. Ah ne, ja, den habe ich schon aufgemacht. Da ist meist Energy oder irgendwie sowas drin. Ja, jetzt habe ich ihn vor mir zu liegen. Ich bin wieder entfernt. Ne, öffnen kannst du oben rechts. Bei mir steht aber nur entfernen, Digi. Du legst es wieder da. Du legst es eigentlich auf diese Decke, sag ich mal, in der Mitte, auf diese graue Fläche. Und dann kannst du es öffnen, oben rechts, wo dieses Zahnrad ist. Ah, okay. Ich wollte es halt so öffnen, weißt du? Mit draufklicken. Achso, nee. Okay, Klebeband, Schmerzmittel. Irgendwann die rein. Oh, Energy Drink, Klebeband. Okay, so packt er alle gleich weg. Das ist ja auch mal gut zu wissen. Molotow-Cocktail. Ja, okay, ich baue mir einen, komm. Wer Granaten hat, braucht auch noch einen Molly. Fuck. Nee, ich schön aus. Wodka. Schön, braucht er übrigens wieder I drücken, sortiert er ja selber ein. I drückt halten. Machete wieder in der Hand. M, um die Map wieder wegzumachen. Und wollen wir, oder was? Na dann los. Ab geht die Reise. Abhalle. Wir müssen hier lang. David ist immer noch nicht da, oder? David? We need you.
wird ein kleiner langer Trip und da wird bestimmt keine, wir werden keine Freunde treffen, sag ich mal so. Es wird eher Knusperrahmen. So, ja, na dann. Los! Ja, einfach damit. Warte ich los. Bevor, Jusen, ich folge dir. Warte, ich muss parallel mal kurz bei Twitch gucken. Bei Twitch? Ich hör grad Pfeiler, stopp. Stopp hinter. Ja, ja. So, alles gut. Da sind ein paar Gegner. Aber eigentlich können wir hier hoch. Wir müssen Richtung Wald, Freunde. Na, warte doch mal. Achso. Bin da. Ah, shit. So, komm mit. Ah, jetzt habe ich mein Essen auf dem Ofen, auf dem Grill liegen lassen. Egal. Ja, du hast bestimmt jetzt eh schon verbrannt. Du hast bestimmt eh Flakes oder sowas da, oder? Dann ist sie erstmal. Oben links sind Flakes und sowas. Hast du keine Knuspernudeln? Ich habe auch Ramen dabei. Ja, sag doch Knuspernudeln. Leckere Ramen. Knuspernudeln? Nein, Peiler, du musst da normalerweise heiß Wasser reinmachen. Hast du die immer etwa so trocken gefressen? Im Spiel ja, in echt nein. Achso. Aber es gibt Leute, die es auch trocken essen, ne? Jo. Es gibt auch Leute, die fressen Scheiße. Ja. Da hast du recht. Die gibt es. Ah ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schön, sehr schön, sehr schön, sehr. Eine Wanderung mit Jusen. Das ist lustig, wenn er weit weg seid, steht da nur noch U und D da. Schon cool. Ich glaube, ich bin D. Ja, du bist blau und D bei mir. Jusen ist U und Rot. Oh. 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 Ja. 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 Das sind Gegner, glaube ich. Ja, zwei hinter euch. Einfach erstmal weiterlaufen, Leute. Na, lauf vor, Jusen. Hinter dir sind welche. Du bleibst da stehen die ganze Zeit. Ja, weil ich mal auf die Karte gucken muss, sorry. Du kannst doch laufen und auf die Karte gucken. Eichhörnchen. Oh. Aua! Ja, ich warum haust du mich, Alter? Weil ich das Eichhörnchen haben wollte, weil kann ja, ich nicht, genau. Wenn du in mich reinrennst. Du bist ja wohl in mich reingelaufen. Ich war vor dir, du Honk. Nein, du bist in mich reingeglitscht. Echt, Alter. Gleich die... Das ist typischer David. Erst schlitzen, dann Fragen stellen. Ja. Ja. Also, wir schnell. Scheiße. So, Eichhörnchen, so schnell! Weil es Eichhörnchen sind? Ich weiß ja nicht, dass sie schnell sind. Hier. Lass mir die Pfeile, lass mir die Pfeile. Alter, stirb doch, du Wichser. Alter. What? Man muss wohl eher wirklich mit Taktik kämpfen. Da wär's so. Oh, hier vorne ist ein Camp, da sind noch zwei. Ja, ja, aber da gibt's gutes Loot. Müssen wir seine Pfeile nicht mitnehmen? Bei mir habe ich sie alle schon genommen. Okay. Dann können wir das jetzt mal. Okay, da sind zwei so eine halb aufgeklappten. Ja, lass erstmal einen anschießen. Okay, der kommt, wartet. Oh, der zweite.
Oh Gott, das ist ein Schneller. Oh, hinter uns. Alter, was seid ihr? Hinter uns. Hinter uns? Hm, und vor. Ja, okay. Ich glaube, ich werde sehr häufig heute am Boden liegen. Voller Renn weg. Alter. Okay, ist down. Die Viecher können dich nicht angreifen, wenn du hinter denen stehst. Ah, okay. Die da, der geht nicht, aber wenn du vor denen stehst, die, dann... Gut, der eine ist... Oh. Ja, sind alle down, oder? Mhm. Nehmen wir uns mal schön die Mutantenhaut mit, ne? Wo ist denn der andere noch? Da. Okay, bei dem geht's nicht mehr. Man weiß nie, für was man die Stöcke braucht. Alter. Hüschi, die Beile in Zelti tackert. So wie früher, bei den Leichen findet man auf jeden Fall noch Kleingeld. Zwar jeder Sterbende hat ja Münzen in den Taschen, ne? Och, die essen auch Ramen. Da lag auch ein Ramenbecher. Wir wissen, was gut schmeckt. So, und wo ist jetzt die verbesserte Axt? Grüßen? Na, hier nicht, nee. Wo wir sind ja noch auf dem Weg. Ja, wir sind noch auf dem Weg, Dicker. Lügen! Er erwartet nur, dass irgendwann wieder The Black Hole kommt, wie wir im ersten Teil in der Mitte, und da will er uns reinschubsen. Ja. So, dann gehen wir weiter, oder was? Sei doch ehrlich, Husi. Ja, gerne. Warte kurz, ich muss mal gucken, wie viele Pfeile ich nochmal genau habe. Ich stelle mir nochmal ganz kurz welche her. Ah, ne, kann ich, okay. Hat jemand noch Pfeile? Ja. Obwohl, die können wir nicht geben, okay. Wo waren die hier? Ich hab 13. Obwohl, so. Aber ich kann welche herstellen, glaube ich. Nee, Stöcker. Okay, so viele Feder sind es doch nicht. Was fehlt noch? Was hat die da hingelegt? Brombeeren. Ach, Steine. Ja, logisch. 4 Stück. Ach, bestimmt 4 kleine, ne? Mm. Entfernen. Und Wasser. Klopp, klopp. Fertig sind sie. Wie viele habe ich jetzt? Wie viele bringt das, wenn man eh mal? Wirklich 5, 6 Stück, oder? 4. Nee. Doch, 4. Du hast recht. 4. Ich habe erst gedacht, ich habe 5 gesehen. Nein, ich habe 17, aber mehr geht halt auch nicht. Okay, ich habe 14. Ich habe noch ein paar gesammelt. Gut. Oh, da kommt ein Gegner. Wollen wir weiter? Mhm. Gut, dann weiter. Und Hoggy, weiter. Gönnung. Kommt ihr, Leute? Ja, klar. Pfeiler? Ich komme, mich hat bloß so ein Gollum gerade nochmal von hinten angefasst. Die mögen mich irgendwie. Gollum ist immer noch hinter mir. Aber wollen wir die Viecher sind bei mir Gollums, Alter. Die kleinen
Dirty, die immer nur noch auf allen Vieren laufen. Andere sind ja klar die normalen Eingeborenen. Und diese komischen in der Mitte Ufi-Klappten. Wissen nicht. Sind die Sandwich-Boys oder so? Aber meistens kommen sie zu zweit. Also das hier zum Beispiel habe ich auch nicht verstanden. Als ich Solo gespielt habe, die Konstruktion hier. Welche Konstruktion? Na, wo ich hier stehe. Was hast du daran nicht verstanden? Das ist zum Ausmessen der Insel. Ich dachte, hier wäre ein Höhleneingang oder so. Nee, hier kann man graben. Ah. Und hier ist ein Benzintank. Daraus kann man trinken, glaube ich. Hier liegt doch was, hier könnt ihr das dahinter noch nehmen. So ein kleines. Oder ne, kann man nicht sehen. Nee, ich glaube wirklich, das ist. Da spawnt dann immer. Wir haben jetzt irgendwie Feuerzeugbenzin, glaube ich, gerade mitgenommen. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ne, Druckerschwarz oder sowas. Achso, Druckerschwärze. Hier können wir buddeln. Hat einer eine Schaufel eigentlich? Hier ist ein Buddelzeichen, Leute. Ja, aber wir haben. Müssen wir die finden? Können wir die bauen? Müssen wir finden. Echt? Können wir die nicht aus Stein. Oh, aus Stein und Stock machen? Ne, ich glaube, die Tools müssen wir alle finden. Müssen wir jetzt weiterhin. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es müsste eigentlich hier in der Gegend sein. Achso, nee, warte. Achso. Wir müssen, glaube ich, hier nochmal lang. Ach, L gedrückt halten, wa? Aber es ist halt leider dunkel. Wollen wir hier vielleicht ein kleines Lager aufstarten? Ich habe jetzt extra meine Fackel angemacht. Okay, dann. Man sieht damit zwar auch nicht besonders weit, aber. Also so zwei, na 3 Meter, dann sieht man nichts mehr. Renn einfach in die Richtung, wo wir hin müssen. Kann doch nicht ewig weit sein, oder? Boah, Alter, wie dunkel. Ich müsste mir den ganzen Wald dadurch abfackeln, war David? Wo waren das? Ja, schön durch die Büsche. Bei Icarus war das doch so. Ja, stimmt, genau. Da ist erst mal der halbe Wald abgebrannt. Neben unserer Base. Ah, Eichhörnchen sind wohl nachtaktiv. Hier rennen immer noch welche rum. Nachtaktiv. Ich hoffe, das hat sich gerade nicht wie nacktaktiv angehört. Am Arsch ist duster. So, irgendwo hier auf dem Weg war noch ein Lager. Jetzt hier rechts hoch bei dem Weg. Ne, hier. Direkt auf dem Weg, Leute. Also ich sehe hier keinen Weg. Na, komm auf der Minikarte. Ah, okay. Hier ist der Weg. Das sind Enten, die da sind im Wasser. Man sieht nur nichts. Ich versuche ein bisschen nach Minimap zu laufen. Man sieht mehr, wenn du die Fackel aus der Hand nimmst. Aber gleich vor uns müsste was sein. Ja, ich glaube, ich erkenne schon. Ah, dann ist man definitiv mehr, wenn du die Fackel aus der Hand nimmst. Ja, hier war auch die Arzt. Oh, auch Gegner. Kannst du mal leuchten irgendwie? Sammel einfach alles ein, was du greifen kannst. Ja, hier war die Axt. Ja, ich hab's auch. Bei dem toten Dude. Ja, genau. Wollen wir schlafen? Ja, können wir ja machen, ne? Ja. Deckt euch alles ein und dann pennen wir. Dann können wir vielleicht nochmal alles einstecken. Hier liegen noch Schmerzmittel. Ich kann die nicht mehr mitnehmen. Ja, dann lass. Leute. Schmerzmittel okay. Brauchen wir immer.
hier vor mir. Achso, ich soll die Fackel. Macht dann mit L die Fackel aus? Ne, muss ich wieder komplett so mit G aus der Hand nehmen. Zeitbombe kann ich jetzt schon bauen. Ja. Man sieht auch nicht wirklich was. Aber gut, war nur kurz David, nimmst du so jetzt, oder? Ich stehe hier nicht umsonst die ganze Zeit auf der Stelle. Leute, lasst mal kurz penken, bevor die Viecher kommen. Die sind schon hier. Ja. So, schlafen. Nee, da ist noch einer. Doch egal. Uns wird schon nichts passieren. Tot. Alle tot. Ja, nice. Haben wir jetzt auch die verbesserte Axt. Nice, nice. Hier liegt noch C4. Kann das noch jemand machen? Alter, Flares, Flares, Flares. Hier ist noch C4. Habe ich eingepackt. Pfeil. Achso, wir können auch eine Seilrutsche bauen. Wie bei Grounded. Können wir auch Dinger überschreiten. Alter! Oh, da ist der Wurm. Pass auf, da ist ein Wurm. Alter! Pfeiler! Oh! Dann bitte nicht mich anschießen, Leute. So ein Schlagschaden, wie es aussieht. Haut auch ganz gut rein. Alter. Okay, na, geht gar nicht. Ich hab keine Pfeile mehr. Muss ich halt ballern. Na, fuck. Na, oder wollen wir hier abhauen? Nein, er greift nicht mehr. Ja. Weiter rennen. Oder wollen wir hier abhauen? Ja, wir haben ja alles. Ich würde mich jetzt eigentlich nicht unbedingt mit dem anlegen. Jetzt haben wir schon angefangen. Na, aber wie gesagt, ich habe nicht genug Pfeile. Ich hab vorhin auf 35 Pfeile reingehauen. Oh, okay. Und es kommen noch mehr Gegner. Ach, der wieder unseren. Er sollte mal unseren Dude in Ruhe lassen. Kann den einer hochholen oder steht er von alleine wieder auf? Nee, ich hab mir ja schon zweimal hochgeholt. Ja, ich versuche das Vieh die ganze Zeit abzulenken. Das hat die Agro auf David. Das war ein Headshot. Alter. Okay, mein Bogen ist leer. Oh oh. Noch einen Hit, dann bin ich weg. Scheiße. Der haut mich doch jetzt, oder? Nee. Ich bin nochmal davon gekommen. Energy und Schmerzmittel. Die richtige Musik, genau die hat gefehlt. Ja, ich hab mal erwischt mit der Machete. Ich dachte, das denkt ein bisschen ab. Gute Idee, aber die Musik passt gut. Er ist tot! Ja, nice! Alle beiden ihn erstmal aus. Wenn wir es alle gleichzeitig drücken, kriegen wir, glaube ich, alle Mutantenhaut. Ja, Alter, hier sind Babys, was sind das? Was ist das? Was ist das? Ja. Oh, ich bin fast. Oh, okay, bin tot. Die sind echt schwer zu treffen. Wo kamen die denn jetzt her, Alter? Am helllichten Tag. Kleine Föten, die uns angreifen. Ja,
Kuhföten. Oh, jetzt habe ich dich erwischt, Jusen. Ja. Alter. Aber hier krabbelt nur eins. Mit denen hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Irgendwann in der dunklen Höhle, dass uns dann 20 Stück anspringen und wir sterben. Aber das, Alter. Aber ich mach's wie David. Energy mit Schmerztabletten, dann geht's schon wieder. Dann würde ich aber sagen, die Kleinen können wir nicht auseinandernehmen, ne? Nö. Leider nicht. Okay. Nach Hause und dann in die Höhle? Können wir machen. Klingt nach einem Plan. Hey, ich habe Mr. X gefunden. Wir können aber immer noch nicht sehen, wie er aussieht. Weißt du, wer das Spiel kennt, also das Brettspiel zum Beispiel oder so, das ist Mr. X. Dreh dich um. Ich will wissen, wer du bist. Okay, nach Hause. Weiß jemand, wo unser Zuhause ist? Ja. Ich denke mal so in die Richtung. Immer voll. Kann man irgendwie bei der Map rein und rauszoomen bei der kleinen Karte oder ja, so? Das geht nicht. Ja, mit dem Rad reinklicken. Ah, okay. Ah, okay, dann sehe ich, was okay. Da. In die Richtung müssen wir, oder? Genau, David läuft da schon lang. Nein, ihr lauft falsch, Leute. Wir müssen genau die andere Richtung, um nach Hause zu gehen. Aber da ist doch ein Zuhause-Symbol, oder sehe ich das falsch? Ja, oder ist das eine Höhle? Eine Höhle und ein aufgespießter Mensch oder sowas? Also ich weiß nicht, wo David langläuft, das ist aber falsch, Leute. Okay, Jusen, dann geh da hin. Also noch weiter rauszoomen kann ich nicht. Ich habe gedacht, unser Spawn wäre... Wir müssen Richtung runter zum Helikopter. Nee, stimmt. Okay, stimmt, hast recht. Ach, das ist ein Helikopter. Das erkenne ich gar nicht so deutlich. Ich habe vorhin nicht die Texturauflösung auf volle Möhre gemacht. Na ja, egal. Na, hast du FSR mit eingeschalten? Dann kann es sein, dass es schwammig aussieht. Warte. Aber du kannst. FSR. Wo ist es denn? DLSS verwenden. Habe ich doch. Auf Performance-Modus. Na, dann ist klar. Na, Performance heißt. Bloom war aus, ne, David? Bloom habe ich ausgemacht, ja. Nee, sonst den Filmkörnung habe ich ausgemacht und der Rest ist alles an. Na, Performance heißt es aber, was hast du für eine Bildrate? Wie viele Bilder hast du nur eingestellt? Na, gar nicht. Durch Performance-Modus macht er selber. Naja, aber dann Performance heißt ja, dass er die maximale. Achso, weil du VSIG an hast. Das heißt aber, dass er 144 Bilder haben möchte und dadurch schraubt er die Qualität runter. Das heißt Performance, glaube ich. Und dann lieber ausgewogen machen, oder was? Ja, dann hast du das Mittelmaß zwischen Qualität und Bilder. Okay, dann machen wir das so. Ja, das hatte ich bei Warhammer auch. Hatte ich auch 100 Bilder eingestellt und dann war das komplett matschig alles, weil er versucht hat, immer diese 100 Bilder zu kriegen. Und dadurch sieht das Spiel halt scheiße aus. Aber trotzdem, da oben Day 20 und die Uhrzeit ist bei mir immer noch verpixelt. Alles andere sieht so eigentlich super aus. Ja, es ist so. Super Sampling. Aber schön ist das Spiel auf jeden Fall. Also die Naturlandschaft, wie sie das gemacht haben. Also so kann man seinen Sport am Tag auch machen. Einfach auf der Stelle laufen. Ihr braucht da kein Laufband. Nehmt euch mal ein Beispiel. Ich lass dich mal. Du machst das schon. Ja, aber ich weiß nicht, was ich vielleicht noch anders eingestellt habe. Kann da noch mal ganz kurz gucken. Texturauflösung habe ich auf voll. Billboard-Qualität, Partikel, Mittel, Wasser, Gras, das ging ja alles hoch. Schatten auf Mittel. Der anisotrope Filter, den habe ich ausgemacht, David, oder liegt es daran? Nee, ne? Das weiß ich nicht, was der macht. Aber könnte daran liegen.
Könntest du einfach mal ausprobieren. Machen wir mal an. Unbind. Okklusion habe ich auf dem Müll. Okay, das reicht ja. Nee, bitte schön. Machen wir mal. Werden wir ja sehen. Da weiß ich, ob ihr jetzt einen Unterschied zum davor wahrnimmt, aber ich nehme da keinen Unterschied wahr. Hi, Spazi. Jo. Ich werde geschlagen. Nein! Dankeschön. Und ein Saft. Aber wenn irgendjemand von euch weiß, was die zwei Sachen, die ich gerade gesagt habe, genau bedeuten und sind, erhellt, erleuchtet uns. Ich weiß es nicht, müsste jetzt selber erst googeln. Und was das bringt. Aber ich habe mir auch noch nicht vom Spiel mal angeguckt, was andere sagen, was man so ausprobieren sollte. Aber ich denke mal, ich finde es ganz hübsch. Bei mir sieht es auch so weit flüssig aus. Ich hoffe, bei euch auch. Und wie gesagt, wenn euch irgendwas stört, ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, das Sichtfeld recht groß. Dadurch hat es so ein bisschen Fischaugenmäßig von der Sicht her. Aber ich mag sowas. Wenn euch das nicht gefällt, kann ich das natürlich von, ich glaube, ging ja bloß jetzt bis 95, kann ich es auch runterstellen auf 80. So, Standard. Aber das müsst ihr mir einfach sagen. Oder denn, wenn die Folge bei YouTube rauskommt, bitte in die Kommis schreiben. Das wäre echt tippitoppi von euch. Umso mehr ihr da reinschreibt, umso mehr kann man umsetzen. Auch für andere Ideen später, so Schachschaulin und ich werden euch da sehr oft fragen. Machen wir im Stream eigentlich auch jedes Mal. Aber natürlich auch dann auf unserem YouTube-Kanal. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich werde immer noch gejagt, wie es aussieht. Die kreischen hinter mir, was geht. Die jagen einen auch gerne über die ganze Insel oder wie, David? Nee, die verlieren irgendwann die Augen eigentlich. Okay, jetzt ist ruhig geworden. Vielleicht war es jetzt der Punkt. Ah ne, das nervt mich ein kleines bisschen, dass wir hier da die Hütte nicht mehr abreißen können. Aber wenn das bis jetzt unser größtes Problem an dem Spiel ist, finde ich es noch vollkommen okay. Wollen wir erstmal so viel haben, häufig mir erstmal was dran. Sachen ins Regal legen, David, muss ich in die Hand nehmen, oder? Nee, das, da musst du nur C drauf drücken, aber ich sortiere gerade Munition nach rechts. E drauf drücken. Was T? Steht aber E. Nein, C, Cäsar. Na, was denn nun? David sagt E, du sagst C. Na, was denn nun? Du gehst an den. Eigentlich sagt doch das Spiel, was du machen sollst. E gedrückt halten, ja. C ist Sachen nehmen, E ist Sachen reinpacken. Aber warum kann ich hier nichts reinpacken? Weil du einen Baumstamm. Nee. Ich hab gerade einen Baumstamm genommen. Also kann ich nicht. E, jetzt. Nee, das ist nehmen. Hier ist ein Freiheitsfach. Muss okay gedrückt halten. Na, okay. Aus Versehen nimmt man irgendwie die Bretter im Hintergrund, sehe ich gerade auch, ja. Na, man hätte die Schränke weiter von der Wand wegstellen müssen. Ja. Ja, ich kann nichts reinlegen, also es geht nicht. Er zeigt mir aber leider auch nichts an, wenn ich, also er macht neben mir die kleine Tasche auf, genauso wie wenn ich am Lagerfeuer stehe und nichts ist. Aber hier liegen ja die Gegenstände drin, die ich noch dazu packen will daneben. Wäre auch Fackeln nochmal loswerden und Schmerzmittel und so, damit ich nicht mit allem voll rumlaufe. Dann kann ich sie ja nicht mehr einsammeln, wenn sie irgendwann... Aber ich glaube, Pilot hat recht, wir müssen die so ein bisschen in der Mitte des Raumes machen. So ja, also eher, genau, so Rücken an Rücken, hier so mittig, hier einmal so lang. Wäre doch perfekt so. Ja, einfach aber so. Aber konnten wir vorher ja nicht riechen, also.
Oh, hallo, Test, Test, 1, 2, 3. Wir bleiben erstmal hier kurz in der Basis, Leute. Du kannst ja David das nochmal erklären, weil ich muss mal auf Toilette. Was willst du mir erklären? Mit den Schränken, wir müssen die umstellen, weil sonst kann man da nichts reinlagern.